hat eine scharfe Stelle touchiert. Jetzt ist die Bootshaut ein bisschen beschädigt und wir flicken das heute. Ich zeige euch, wie man da vorgeht. Einmal das Original-Reparatur-Kit. Hier haben wir entsprechende PVC-Streifen in der Originalfarbe vom Boot. Dann haben wir den Kleber. Dann brauchen wir noch einen Pinsel zum Auftragen. Zum Reinigen der Oberflächen verwenden wir Aceton. Als erstes brauchen wir entsprechend der Größe von der Beschädigung einen kleinen Reparaturflecken. Damit wir eine saubere Reparatur hinkriegen, markieren wir die beschädigte Stelle. And all of this will turn to rest just as soon as the rain. Wir nehmen den Kleber und bringen ihn auf die zu reparierende Stelle. And you will suffer for your foolish pride. Wenn man die Möglichkeit hat, zu Hause zu arbeiten oder in einer Werkstatt oder in einer entsprechenden Umgebung, dann benutzen wir einen Föhn. Wir legen den Flicken über die Kontaktfläche, streifen die Luft unten raus und dann nehmen wir zum Festdrücken einen stumpfen Gegenstand. Ich nehme jetzt zum Beispiel einfach die Rückseite von meinem Schraubenziehergriff. Und dann haben wir eine saubere Reparaturstelle und ein sicheres Boot, mit dem wir wieder weiter unsere Touren fahren können. Ciao!